ich habe ja eine Größe, ne? Ja, jetzt komm, hör auf zu rechnen. Es ist, ich habe oben mehr als eine Füße. Und es ist nicht 38. Ne? Und das will ja auch alles, oder ich fange nochmal anders an. Wenn du jetzt einkaufen gehst, zum Beispiel, als Frau. Ne, ich habe letztens gedacht, der Winter kommt, vielleicht, dass ich mir eine zweite Hose anschaffe. Ich meine, nicht über die Umkleidekabinen reden. Wir haben alle haben schon, die ändern nichts. Weil du stehst in diesem und denkst, ja, du musst es kaufen und zu Hause mal gucken, ob es gut aussieht. Aber ich bin ja mit den Hosen noch nicht mal zu einem Schließungsvorgang. Also ich habe nach der sechsten Hose habe ich aufgegeben. Ich kam mir vor wie Sigmar Gabriel von außen. Aus. Ja, weil wenn ich zu Hause, ne, wenn ich ganz mit mir so alleine bin, also dann finde ich das ganz okay. Sogar mit Licht an. Ja, mit Kerzenlicht. Ja, das schimmert dann so. Ne? Ja gut, wenn ich jetzt morgens wach werden würde und diese 5 Kilo wären weg, ich würde die nicht vermissen. Aber jetzt sind die schon mal da und dann wollen die auch angezogen werden. Also du musst ja was da drüber ziehen. Du kannst die 5 Kilo ja nicht so nackig hier an der Seite. Das ist meine Figur und das sind die überen 5 Kilo hier. Hallo? Hallo? Ja, das ist so ein bisschen. Das ist so wie diese Pizza Calzone. Ne? Da ist ja alles mögliche Gedöns drin und da wird das zusammengeklappt, das ist auch nicht schön. Also es gibt ja diesen Trick, dass man sich so, das machen viele Frauen, dass man sich so einen Pulli da drum legt und den so knotet. Ja, toller Trick, alle sollen denken, ne? Unter diesem dicken Pulli ist die Gärtenschlange. Nein, so sieht es aber nicht aus. Es sieht aus, als hättest du dir über die Pizza Calzone noch einen Pulli geknotet. So sieht es aus. Hör mal. Komm. Boah. Ich würde gerne mal diese Leute kennenlernen, das sind ja meistens Männer, die sich diese Klamotten ausdenken, diese Schnitte. Also die haben doch mit richtigen Frauen, also mit einer ganz normalen Frau, also sagen wir mal, wo alles über 40 ist. Größe, Alter und an den Füßen. Mit denen haben die doch gar nichts zu tun. Oder mit so einer Frau, so wie ich zum Beispiel. Ich würde ja nie wegen lecker Rotwein und einer Nudel den Bauch nach innen tragen. Würde ich nicht. Solche Frauen kennen die gar nicht, diese Schnitter. Da, ne? Nein, die haben nur wahrscheinlich zu tun mit hirnfreien Bulimistinnen, die so aussehen wie so ungekochte Spaghetti, die im Topf stehen. So. So einen würde ich gerne mal kennenlernen. Weil. Die nähen in die Klamotten Problemzonen ein. An Stellen, da habe ich kein Problem. Wo ich ein Problem habe, haben die keine Zone. Aber sonst Schnitter, ne? Von mir aus auch diesen einen, der nur noch, wo der Kopf nur noch von dem Hemdkragen gehalten wird. Wenn ich mal so einen treffen würde, ja, dann würde ich dem so richtig in die Jeans greifen. Nein, nicht von vorne, von hinten. Bis ich das Gummi von der Unterbuchse zu fassen kriege. Und dann mit...